Heute ist Häschentag. In der ganzen Stadt wird nach Eiern gesucht. Lass dir diesen Spaß nicht entgehen. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Everyday Animal Crossing New Leaf. Nicht nur unser Dorf. Oh! Liebe Einwohner, heute ist Häschentag. Nicht nur unser Dorf soll schöner werden, sondern auch unser Osterfest. Dieses Jahr gehen wir wieder auf Eiersuche. Und ich hab Post. Gleich zwei Briefe. Einmal von Fatima. Liebe Hani, das Geschenk, das ich von dir zum Geburtstag gekriegt habe, macht mich jedes Mal richtig froh, wenn ich es anschaue. Du bist immer so freundlich zu mir. Danke, ich mag dich. Oh, war süß. Oh, und sie schenkt uns was zurück. Oh, ein Sternbild-Shirt. Oh, das ist sogar ganz hübsch. Von Quax. Honey, tada, ein Geschenk. Ich habe letztens beim Shoppen das süße Teilchen entdeckt. Ich wusste, das ist perfekt für dich. Und wie findest du es? Viel Spaß damit, Quax. Oh, Quax, sie denkt an uns. Es ist ein Planschbecken. Ja, Mensch. Ich habe sowieso einige Sachen abgestaubt. Und zwar hier. Ein Tatami-Bett von Annalena. Das hat sie mir geschenkt. Und eine Amorbank, die von einem Baum segelte. So ein bisschen geguckt, was ich eventuell alles Tolles, Interessantes... was ich alles Tolles, Interessantes noch so finden kann. Ich gehe offscreen immer ein paar Bäume schütteln, Steine schlagen, Sachen ausgraben. Die ganz langweiligen Dinge halt. Und da findet man halt mitunter auch mal ganz interessante Sachen. Okay, heute ist Häschentag. Können wir uns häschenmäßig dazu anziehen oder ist es eher so weniger? Ich trage ja schon eine Blume. Sieht eigentlich ganz gut aus. Mal kleidertechnisch irgendwas, was passt? Königshose, Stonewashed Rock, Baseballhose, Tartanrock, Kauringe, Aerobichose, Weihnachtsmannhose. Lichtkranz ist auch nicht. Schleifchenstrohhut hat ein bisschen was Osterhaftes. Detektivjacke, Graupacker, Lutscherpulli. Lutscherpulli, Flanellkleid, Jeanskleid, Hamburgkleid. Schwarze Jeanshose, Azurdarmschuhe, Ballettschuhe, Girlieschuhe. Ich hätte gerne ein Osteroutfit. Wobei die Girlieschuhe waren noch richtig pink, ne? Pünktchenschuhe, Turnschuhe, Schneestiefel. Schneestiefel waren eigentlich immer ganz hübsch. Sternkappe, nie, Nordic Pulli, Palettenpulli, Collegejacke. Muss ich einfach mal angucken, wie das aussieht. Schwarzstrumpfhose, Ringelstrumpfhose. Einfach mal so ein paar Sachen gerade anziehen. Das sind die Stiefel. Die Stiefel passen gut zum Hut, zu der Brille. Jetzt brauchen wir noch eine vernünftige Strumpfhose. Ich möchte österlich gekleidet sein. Ich glaube, da könnte sogar die Weißstrumpfhose ganz cool sein. Schalalala. Padampampampa. Lutscher, Pulli, Grauparker. Oberteil. Sollen wir uns da was aus dem Internet holen? Also wieder hier so ein, na ihr wisst schon, Design halt. Ja, die Strumpfhose passt besser. Das war der Stern, das Sternding. Die Collegejacke war ja eigentlich echt ganz cool. Möchte ich deswegen wieder reintun. Es gibt doch bestimmt coole Osterdesigns. Da lasst mich doch mal gerade gucken. Animal Crossing New Leaf QR Code Eastern. Bilder. So ein Häschenpulli oder sowas. Irgendwas für Ostern. Wisst ihr? So ein wirklich passendes Kleid für die Osterzeit. Das wäre voll knuffig, oh Mann. Hier ist jede Menge Zeug, aber... Und dann, wie wär's mit dem Wort Bunny? Vielleicht irgendwas mit dem... Das ist süß. Kann ich das in Originalgröße? Bitte mach, dass ich die Originalseite dazu finde. Das ist nicht das, was ich suche. Da ist so ein
Vielleicht reichen die QR-Codes. Das wäre süß. Wo ist eigentlich mein Häschen-Oberteil, Kopfteil? Hab ich jetzt gar nicht geguckt, ob ich das noch habe. Ich habe noch ein Häschen-Kopfteil. Ja, Mann. Ich habe ein Häschen-Kopfteil. Wo ist mein Häschen-Kopfteil? Das geht ja mal gar nicht. Ich muss jetzt gerade mal nachgucken. Sekunde. Hier. Afro-Perücke, Katzenmütze, Mütze, Gebirgsstreifen, Hütchen. Da ist meine Hasenkapuze. Ja, Mensch, hallo? Ach, so süß. Okay, und dazu jetzt passend Kleid. Kleidungsstück. Irgendwas. Nee, ihr wisst schon. So, hier die Ringelstrümpfe können weg. Hatten wir nicht irgendwelche weißen Schüchen? Schneestiefel sind, glaube ich, nicht weiß. Girlschuhe, Ballettschuhe. Die Ballettschuhe könnten höchstens noch weißer sein. Achso, erstmal möchte ich ganz gerne das hier wieder anziehen. Das sieht sogar ziemlich gut dazu aus. Die sehen ganz süß aus. Die sehen süßer aus. Nein, das ist doch schon mal sehr österlich. Finde ich doch ganz nett. So ist das schön. Und das behalte ich an. Gartenprime sah auf meinem Kopf natürlich auch toll aus. Planschbecken, Planschbecken, meine Güte. Ja, brillentechnisch gucken wir da mal. Auf jeden Fall ist das schon mal ein Anfang von einem schönen Häschen-Oberteil-Kleid. Ich guck mal gerade, was ich sonst noch so, ob es da nicht irgendwelche Bunny-Dinger gibt. Möchte gerne auf Pinterest gehen. Boom, Bunny Town, das sieht überhaupt nicht nach Bunny aus. Ich möchte ein Bunny, ich will ein Bunny-Oberteil. Das ist eins mit einem Kätzchen. So ein Bunny-Dress wäre aber echt toll. Passend zu dem, wie ich jetzt hier herumlaufe. Na gut. Kümmern wir uns ein bisschen um die Ostersachen gleich? Ja, sich freut. Hi, ich bin auch ein Häschen. Hallo. Bevor wir uns um die Osterattraktion kümmern, die kennen wir ja auch schon, das ist ja nicht. Bevor wir uns um die Osterattraktion kümmern, gucken wir mal, dass wir uns das perfekte Osteroutfit für die nächsten Tage zusammenstellen. So ein bisschen Osterfeeling. Ich mag Ostern. Ich finde diese Idee mit dem Eiern sammeln total lustig. La la la. Mal gucken, was es hier alles gibt. Willkommen, willkommen. Ja, ja. Ich gibt's ja hier auch. Oh, das passt ja zu diesem Seerosenteil, was ich da hatte. Ah, das ist ein Blümchentisch. Das ist eine gute Wahl in der Tat, wa? Das kostet 1900 Sternis. Habe ich denn Interesse hier weckt? Eine ganze Pyramide ist da auch noch. Ey, danke für den Einkauf. Ich bestätige hiermit von dir, 1900 Sternis erhalten zu haben und so. Eine Pyramide, da drin kann ich Minigolf spielen. Honey, Minigolf in der Pyramide? Ja, Franz und ich haben festgestellt, dass es der Sinn von Pyramiden ist, nachdem wir Minigolf in der Pyramide gespielt haben. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, dann guckt doch einfach mal Golf with Friends. Das ist auf dem Kanal zu finden, das ist eine Lampe, das Büchlein habe ich schon. Ja, so spannend ist das jetzt nicht. Danke für deinen Besuch, Mann. Ey, komm mal bald wieder und so. Die kauft immer was, das finde ich richtig knorke. Gucken wir einfach mal einmal, ob es hier irgendwie brillentechnisch was gibt. Und dann schauen wir mal, ob da ein paar Klamotten passen könnten. Eventuell. Ach du Schreck. Hallo, Honey, willkommen. Ach du Schreck. Ach, das ist eine Richterperücke. Das ist eigentlich ein Herrenartikel, aber mein Gott, hier steht ja alles. Oder du kaufst sowieso alles. Nein. Ist das eine Makuro-Maske? Oh, das ist eine Makuros-Maske. Das ist ein Unisex-Artikel für Männer und Weiblein. Das würde 240 Sternis machen. Oh mein Gott, ist das cool. Ja. Ja, das möchte ich haben. Eine Makuros-Maske, ist das großartig. Oh. The Legend of Zelda Wind Waker war wirklich wunderbar. Ich würde es gerne nochmal spielen, nochmal Let's Playen immer wieder. Herzlich willkommen. Oh, guck mal, hier ist die passenden Teile zueinander. Das Unterteil zusammen zu dem da. Ist gar nicht mal so schlecht.
Ich würde gerne QR-Codes. Im Moment. Okay, doch nicht. Okay. Was ich mache, ich fühle mich bei der Arbeit am wohlsten und mit dem Kundenschwester ist auch schön. Okay, Tina, Designs aufbewahren. Hatte ich das hiermit schon gemacht? Wo hatte ich gesagt, ich möchte Klamotten speichern? Hier hätte ich gesagt, fange ich an, Klamotten zu speichern. Genau. So. Dann möchte ich jetzt einscannen. Das ist aber kein Häschen, das ist mir ein Grumpy Hamster. Das gefällt mir alles noch nicht ganz so. Ich hätte gerne wirklich so ein Don. Ich suche nochmal. Animal Crossing QR Bunny Code. So richtig. Ein Häschen erinnern tut mich hier weniges. Brown dressed with Bunny Bag. Das sieht schon eher interessant aus. Das werden wir mal scannen. Gucken wir mal. Honey, wenn du die Nähmaschine benutzen willst, sag Bescheid. Ach, du willst das Ding benutzen? Ja, was möchtest du machen? Ein Code lesen. Okay, kein Problem. Überschreiben wir eins von deinen und dann geht das richtig cool, Mann. Okay, das könnte jetzt schwierig werden. Moment, ich muss... Huch, das ging ja schnell. Ja, sieht doch süß aus. So. Ja, nur die Brille passt irgendwie nicht so. Accessoire entfernen. Weil das hier auch ehrlich gesagt süßer zusammen aussah. Sieht echt süß aus zusammen. Oh, das ist echt ein schöner Dress. Den hätte ich auch gerne so. Das ist voll mein Kleidungsstil. Na, danke. Wir freuen uns auf deinen nächsten Besuch. Es ist Osterevent. Was macht Honey? Verbringt den ganzen Tag damit, sich einzukleiden. Jetzt hier vielleicht passende kleine braune Schüchen. Ansonsten habe ich, glaube ich, auch noch welche. Oh. Immer rein in die gute Stube. Habe ich die schon? Hey, Wildleder-Slipper vom Hell, das ist genau dein Look, was. Das kostet 480 Sterne. Jetzt willst du mal Schuhe mal anprobieren und so, ne? Ach, das sieht süß aus. Na, findest du deine Füße wohl drin? Wenn du Schuhe nimmst, kriege ich 480 Sterne. Ich lasse sie gleich an. Katsching, ich liebe es, wenn die Kasse klingelt. Danke dir, Mann. Ich verstaue deine alten Treter an deinen Taschen, ist das klar, Mann. Alles cool, Mann. Bis zum nächsten Mal, ey. Ja, danke, komm mal wieder vorbei, Mann. Geht klar, ey. Hoffentlich nachzumachen, ey. Yo, Mann. Digga, geht voll nicht. Das sieht süß aus. Jetzt hätte ich am liebsten die Haarfrisur, die ich hier habe, in braun. Meint ihr, das sieht gut aus und braun dazu? Ach, wir können uns ja zurückfärben, wenn uns blond so extrem gut gefallen hat. Aber ansonsten hätte ich gerne diese Haarfrisur, die wir hier haben, in braun. Oh, hallo, Süße, willkommen beim Shampoo. Ich reite heute mal lieber nicht so viel so, weil sonst ruiniere ich meine Stimme. Ich bin leicht erkältet. So, was willst du haben, Süße? Eine neue Frisur willst du haben? Ja, Mann, was willst du denn hier und so? Sag mal genau, Mann. Mich voll interessieren. Bin ja mal richtig gespannt, hm? Das war ganz klassisch. Oh, klassisch durch und durch. Mhm. Ja, ja. Was soll's denn sein? Privat? Ach, privat, kein Problem. Und dann ein Date. Verstehe. Date. Nice, Mädchen, nice. Natürlich. Und dann bisschen drüber, dann sollte das hellbraun werden. Ach Mensch, super so. Ja, klar, kein Problem. Machen wir, junge Frau. Trude kriegt das hin. Puck. Hahaha, witzig. Hui. Ah, das sieht super aus. Oh, das sieht fantastisch aus. Ja, super, ich sehe die Sachen wieder. Oh, das sieht sehr gut aus. Gefällt mir.
Oh, bis zum nächsten Mal, Süße. Also ganz meinen braunen Ton gibt es ja hier auch nicht. Also von daher können wir auch das hellbraun nehmen, weil es steht hier auch sehr gut. Oh mein Gott, wir sehen so süß aus. Wir sehen ja so süß aus. Findet ihr nicht auch? Ich finde, wir sind super süß. Richtig niedlich. Alles klar. Okay, wir sind bestens vorbereitet. Heute ist Ostertag. Ich meine, nee, halber Preis. Steht ja gar nichts vom Häschen fest. Steht gar nichts vom Häschen fest. Verschämtheit ist das. Da. Hi, Quaxi. Hallo, voll schön heute Morgen, oder, Honey? Knack, knack, knack. Also, was gibt es? Wie läuft's? Ich habe gestern zufällig Quentin getroffen. Er hat gesagt, dass er überlegt, aus unserer schönen Stadt wegzuziehen. Ja, ich meinte, oh. Ich hoffe jetzt, dass Quentin mich dann noch veräppeln wollte. Er würde schon diesen wundervollen Ort in den Rücken kehren wollen. Quentin sollte sich mal überlegen, da er jedes Mal koppt und keine Chance hat, bei uns zu landen. Eigene Wege zu gehen. Neue Orte, neue Freunde, neue Möglichkeiten. Hi, Quentin. Willst du wirklich ausziehen? Aber er macht gar nicht dieses Erschrocken-Geräusch. Hey, schön, dich zu sehen. Genieß das schöne Wetter im Pilsdorf. Quack! Also, was gibt es? Plaudern wir. Neulich habe ich mich vor dem Baum auf dem Festplatz gesetzt. Und da hatte ich plötzlich Visionen von Dingen, die im Pilsdorf was sie sind. Der Baum scheint uns hier ganz genau zu beobachten. Vielleicht weiß er sogar von meiner geheimen... Ach nichts, ich habe nur mit mir selber geredet. Günther, was weißt du über Quentins Geheime? Sag mal. Das geht dich gar nichts an. Glaub bitte, das willst du gar nicht wissen. Oh je, das heißt, Quentin will ausziehen? Gut, dann lassen wir ihn ausziehen. Huch, was liegt da dann rum? Bambusen. Wenn er seine Busen da liegen lassen. Lass doch nicht seinen Busen da liegen. Hallo, Häschen. Wer hier Flöhe? Du hast Gustavia Flöhe, ist ekelhaft. Ich gehe nur Sachen verkaufen, bevor wir uns um den österlichen Tag kümmern. Die Ballettschuhe nicht. Die Hasenkapuze auch nicht. Die Hornbrille auch nicht. Den Blümchentisch. Akurusmaske auch definitiv nicht. Aber das da. Das Planschbecken. So machen wir das. Hey, Berry Baby! Hallo, Hallöchen, was für ein schöner Morgenbrau. Also, worum geht's? Unterhalten wir uns. Was ich gleich Räuschen von Leiter wohl mal werden will, wenn ich groß ist? Ich bin spannend, Brau. Hoffentlich schwarzdüster und total seelenlos, so wie Eliza selbst. Ich glaube, dem Osterfest widmen wir uns morgen, aber morgen ist ja auch noch Ostern. Also Ostermontag. Also in dem Spiel bleiben wir beim gleichen Tag, aber ihr seht die Folge mit dem Oster-Event dann erst morgen quasi. Hi! Na, was kann ich für dich tun? Verkaufen, Mann, was für eine Überraschung. Das. Bitteschön. Was ist alles? Lass mich mal zusammenrechnen. 9000 Sterne ist doch richtig gut, oder? Jo. Oh, vielen Dank. Bring mir gerne mal wieder was vorbei. Ah, danke für deinen Besuch. Ich habe übrigens mit den Gartenprimeln ein bisschen was mit dem Bambusen, mit dem Bambus in Kombination vor. Und zwar brauchen wir ganz viele Gartenprimeln. Und die pflanzen wir alle hier so hin. Ich finde, das sieht voll schön aus. Oder? Ich meine, ich habe tatsächlich immer was gemacht, was ich echt hübsch finde. Oh. Du keimst hier sowieso nicht, Mrs. Gehen Sie weg. Aber wir brauchen deswegen mehr Gartenprimeln. Weil ohne Gartenprimel wird das nichts. Hier sind noch welche. Gut, dann habe ich heute quasi gar nichts geschafft, außer mein Osteroutfit fertigzustellen und um den heißen Brei herumzureden. Aber na gut. Dann. So. Wir haben immerhin die Makurus-Maske. Die ist großartig. Oh, da sind wieder Pusteblumen. Passiert nichts. Langweilig. Ja. Können wir uns vielleicht auch mal ein Outfit zusammenstellen. Und unser Osteroutfit ist doch großartig, oder? Oh, ist doch herrlich. Okay, super. Bedeutet, wir werden Ostern feiern. Jetzt sollte ich auch mal... Oh, Mensch, hier sind ja noch mehr. Nein, Biene, du kannst mich mal. Ist meins. Hier ist auch noch mehr.
Gut, dann werden wir im nächsten Part Ostern erleben. Für euch ist dann Ostermontag. Hier ist noch Ostersonntag sozusagen. Aber ich habe gedacht, es ist doch noch morgen, oder? Wo ist die Rüben-Oma? Ist die Rüben-Oma noch gar nicht hier? Sorry. Das finde ich ja jetzt blöd. Die Rüben-Oma, ich hätte jetzt schon gerne Rüben und so, ne? Ja, so ein toll, du. Mein Gott, was hier alles auf dem Boden noch ist. Also Quentin will umziehen und sagt uns das aber nicht. Hey, Honey, schön dich zu sehen. Willst du etwas Bestimmtes? Quack! Oh Mann, manchmal gehen schon die wildesten Gerüchte um. Angeblich sollen Cornelia und ich... Man erzählt sich, wir würden demnächst zusammenziehen. Quack! Alter, was der mal labert. Was, ob wir das wirklich machen? Ehrlich gesagt, ich weiß nicht. Quack! Und ich will solchen Spekulationen auch gar nicht weiter kommentieren. Alter, der Checker immer, was der mal labert. Dass er irgendwelche Stars kennt und dann steht er auf uns und dann baggert er irgendwelche anderen an. Ey, ich bin so froh, wenn er auszieht. Ich hoffe einfach, jetzt zieht er aus. Hi, Quaxi. Ich hoffe es einfach, ey. Das Ente geht mir so auf den Senkel, dass sich von unangenehm zu ultra creepy entwickelt. Richtig unangenehm, sowas. Oh, Gustavia, wie du steckst Barry mit Flöhen an, dann hau ich dich. Mit einer Schaufel, sag ich dir. Mach ich eine Wuschel. Okay, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder von Let's Play Animal Crossing New Leaf. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr zugeschaut habt, für eure lieben Kommentare unter diesem Video, für eure ganzen Bewertungen, für das Teilen im Netz und Mitdiskutieren auf Twitter und eure Unterstützung. Und natürlich vielen, vielen Dank dafür, dass ihr den Adblocker auf meinem Kanal ausgeschaltet habt, um mich direkt zu unterstützen. Bis zum nächsten Mal. Wir singen!